Von den Wartezeiten und den Wartenden zu den Ärzten. Thomas Müller ist Arzt aus Österreich und arbeitet aktuell als Primar am Bozner Krankenhaus. Seit diesem Sommer ist Thomas Müller auch ein bisschen berühmt, denn Müller ist jener Arzt, den die Ärztekammer ausgeschlossen hat. Der Grund: Müller spricht kein Italienisch. Vielleicht erinnern Sie sich an den Fall. Gegen diesen Beschluss der Ärztekammer wehrten sich dann sämtliche deutschsprachigen Landtagsabgeordneten. Sie reichten einen Rekurs am Verwaltungsgericht ein. Doch nun eine Wende, denn die Ärztekammer hat den eigenen Beschluss aufgehoben. Ist damit wieder alles in Ordnung? Kollegin Anna Zangerle hat bei Otto Malknecht nachgefragt. Malknecht ist Anwalt von Dr. Thomas Müller. Herr Malknecht, welche waren die Hintergründe für diese Entscheidung? Ich denke, dass die Ärztekammer sich da politisch und vor allem auch rechtlich in die Enge getrieben gefühlt hat und deswegen diesen Schritt unternommen hat. Jetzt ist es aus meiner Sicht natürlich wichtig, dass wir schauen, dass da nicht trotzdem eine Diskriminierung der deutschen Sprache bei Ärzten, die eben eine Antragung begehren und aus Österreich oder Deutschland kommen, nicht trotzdem stattfindet. Ja, und wie hat Arzt Thomas Müller darauf reagiert? Also Thomas Müller ist natürlich insgesamt von dem ganzen Verfahren und der Aufregung um seine Person nicht angetan, dass er im Mittelpunkt von so einem Rechtsstreit, was ja viele Menschen betrifft in Südtirol, nicht angetan und auch berührt davon. Er lernt ja schon seit letztem Jahr auch Italienisch und ist auch bemüht, seine italienische Kenntnisse zu stärken. Aber natürlich hoffen wir da auf Gerechtigkeit, auch in seinem individuellen Verfahren, das in Rom behängt. Fehlt Ihrer Meinung nach eine entsprechende rechtliche Grundlage? Damit meine ich, könnte es in Zukunft nochmal zu so einem Fall kommen? Ja, also neben dem individuellen Rekurs jetzt im Fall Dr. Müller, den ich als Anwalt begleite, neben diesem, ich nenne es mal Volksgruppenrekurs von allen Landtagsabgeordneten der deutschen Sprachgruppe, ist die dritte Linie, die wir freiheitlich auch vorgeschlagen haben, ist eben, dass wir ein Landesgesetz machen, wo wir klarstellen, dass diese Regel vom Artikel 99 des Autonomiestatuts, demzufolge eben die deutsche Sprache in Südtirol gleichgestellt ist, dass die eben auch in so einem Fall unmissverständlich eben angewandt werden muss, auch bei der Eintragung in Berufsverzeichnisse. Wir haben da schon im Juli einen entsprechenden Gesetzentwurf zum Maßnahmen zur Gleichstellung der deutschen Sprache eingebracht. Der wurde von der Regierung jetzt nicht aufgenommen, aber gleichzeitig wurde eben gezeigt, dass dieser von uns vorgeschlagene Weg richtig ist, weil nämlich die Regierung selber einen entsprechenden Passus in das Europagesetz des Landes von diesem Jahr eingefügt hat, mit dem unterm Strich für diese Eintragung das Gleiche erreicht werden soll. Das müsste jetzt dann beschlossen werden. Ich bin dann gespannt, wie auch die Regierung in Rom darauf reagiert. Sagt Otto Malknecht. Malknecht ist Anwalt des Arztes Thomas Müller und auch Generalsekretär der Freiheitlichen.